Wir sind wieder da bei der Soul Silver Souling Challenge von Lugia. Cool sieht's aus. Ja, ich wollte einfach LA klicken, aber nicht funktioniert. Ich hab nochmal gedingst. Ich will auf jeden Fall Beißer. Achso, du standst direkt schon vor Lugia, oder was? Das ist vollkommen korrekt, ja. Ich frage mich wirklich, habe ich gerade ja schon gesagt, bevor du die Aufnahme gestartet hast. Ich frage mich, was passiert, wenn 45. Yes, sir. Hab ich Tränke eigentlich? Okay, es kann Regentanz. Ich hab nur einen Top-Trank. Hätte man sich vielleicht ja gut. Ja, ist egal jetzt. Du, ja. So, wie viel macht ein Ladenstoßschaden? Nicht so viel. Sagen wir mal so. Luftstoß? Was ist Luftstoß für einen Angriff? Ja, Luftstoß ist Schlug. Ja, gut, nicht sehr effektiv, kann ich erleben. Knirscher. Überreste. Setzt Hydropumpe ein gegen diesen Pagata, setzt Hydropumpe ein? Ja, das hat auch gerade gegen Lanthorn Luftstoß. Trank? Oh, das macht aber immer noch viel Schaden. Wie viel Damage macht denn der Knirscher? Oh, mit dem Crit sind es so 80%. LOL! Das heißt, du hast das jetzt instant auf 80% runter, also auf 20% runtergekloppt. Ja, so 20-15, jetzt kommt noch ein Luftstoß, wenn ich den überlebe. Und das tue ich, und dann kommt der Knirscher und Lugia ist tot. Easy! Der Crit-Glück des Todes. Oh, Sondersensor kann der übrigens. Ja, das ist die Psycho-Attacke. Ich hatte doch die Attacken vorgelesen sogar. Ja, unwichtig. Ja. Lugia ist weg. Okay. Ich warte aber mal hier. Ja, mach das mal. Wieder an Land geschwommen und warte. Ich kann durch. Ja, ich muss benutzen Haltern. Ich kann wieder durch irgendeinen blöden Crit kann ich wieder sterben. Alles gut. Ja, spiel safe, wenn du kannst, weil es ist einfach. Ne? Also. Ja. Es ist halt. Ich hab zu viel Angst vor Crits mittlerweile. Das ist einfach zu dumm. Pass auf, jetzt kommt der Crit. Und ist paralysiert, das kann ich anhäufen. Ja, das sicherlich. Das ist ein Gegner. Achso, ich wollte gerade sagen. Wovon bist du denn paralysiert? Ja, nee, nee. Hydropumpe geht daneben. Ja, weil ja gut, dass ich den Pot benutzt habe. Ja, okay, du bist down. Not even scary at all. Freaking easy. Ja, ich bin gespannt, was jetzt mit der Story passiert. Und Leute, Lugia gibt 1400 Erfahrung, das ist ja nix. Das ist nicht so viel, ne? So, weil jetzt spricht man schon Elf. Ich stehe noch auf der Steinstufe, ne? Also ich gehe jetzt mal wieder hier in die Mitte. Aha. Hallo? Habt ihr. Ja, okay, die sagen alles. Das ist, worauf ihr auswart, so gibt es nichts mehr, was wir euch noch sagen können. Bis auf eines. Solltet ihr Lugia erneut sehen wollen. Kommt noch einmal an diesen Ort zurück, wenn ihr alles weiter erledigt habt. Okay. Die sind ein bisschen piss, glaube ich. Das ist ja lustig. Das heißt, man hätte theoretisch noch eine zweite Chance, Dings zu fangen. Danke euch für alles. Wenn ihr Professor Limpe begegnet, richtet bitte unsere Grüße aus. Ah, die ist ein bisschen piss, die Frau. Das ist, wenn es das ist, worauf ihr ausfahrt, ist ja, nichts mehr, was wir euch noch sagen können. Wir wollten es einfach kaputt machen. Einfach ficken so. Wir wollten eigentlich zur Pokeliga, aber ihr habt gesagt, wir müssen hier hinkommen. Selber ja, schuld. Das ist das nächste, ja. Der Knirscher-Crit. Die anderen sagen alle einfach dasselbe. Ja, die sagen das gleiche. Aber, ja. Bin übrigens mal wieder auf. Ich glaube, jetzt gehen wir Richtung Siegelstraße. Das heißt, jetzt fängt der nächste Struggle an. Ich hab's ja, dass es jetzt viel Zeug gegeben hätte. Oh, mein Ding, sie ist uns noch ziemlich low. Ah, das löse ich mal, indem ich es austausche. Juhu. Das heißt jetzt aber auch, dass ich nach Anemonia zurückschwimmen muss, um dann Fliegen zu benutzen. Das ist natürlich blöd. Es ist so dumm, dass ich nichts dabei habe. Dafür brauche ich noch eine halbe Stunde, bis ich aus der Höhle rauskomme. Ja, okay. Das ist fair. Aber Agnes hat auf jeden Fall... Wobei, das hätte bestimmt brutalen Schaden gemacht. Sowohl Luftstoß als auch Hydropumpe waren nicht sehr effektiv und... es hat also schon ein bisschen Damage hat das schon gemacht. Also der Luftschnitt auf das Impergator hat schon auch einiges an Damage gemacht. War zwar ein Luftstoß und kein Luftschnitt, aber. Oder Luftstoß, whatever. Whatever! Also das war. Ja,
habe ich immer kurz die Luft angehalten, so. Also. Hier kann man doch jetzt bestimmt rausspringen und dann ist man. Hä, da unten kann man noch Stärke benutzen. Noch nie gesehen in der Welt. Wenn man hier rausspringt, dann kommt man doch bestimmt hier unten irgendwie ganz safe, ganz schnell raus, oder? Und Leiter. Na, geht denn die Leiter hin? Ah ja, okay, hier kann man direkt raus. Dann. Wo geht denn die Leiter hin? Was ist denn das für ein Stein? Hab ich ja noch nie gesehen. Es ist ein Labyrinth. Ach, ja. So, und jetzt gehen wir nämlich erstmal nach Anemonia, weil. Books Center? Weil. Ich nur Bock, ja, wobei wir nur zum Mutter gehen können, ne? Aber. Na, ne, zum Professor. Ja, zum Professor also. Sind wir ja auch noch. Ich glaube, die Mutter heilt einen nämlich sogar wirklich gar nicht in diesem Spiel, sondern echt? Die ist nur für die Finanzen zuständig. What? Ich glaube schon. So, jetzt. Aber dann kann man bestimmt im Bett pennen. Ja, das kann. Kann sich auf jeden Fall irgendwie zu Hause heilen. Das geht das immer eigentlich. Das kann gut sein, ja. Oh, Pokestander. La 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 la. Das ist natürlich auch wieder, weißt du? Ich sag dir, hätte ich den. Als allererstes gehe ich mal in den Markt jetzt hier. Hätte ich den. Es gibt keinen Markt, ne? Es gibt keinen Markt auf der Insel. Oh, als allererstes fliege ich mal zu einem Markt. Hätte ich nicht geheilt, hätte ich Crit-Luftstoß tot bekommen. Sag ich. Wobei er hat Hydropumpe gemacht, also Crit-Hydropumpe tot, aber. Crit-Hydropumpe tot wäre auch übel gewesen. Das ist. Also generell Crit-Hydropumpe wäre wahrscheinlich. LOL. Okay, alles klar. Okay, ich muss nochmal neu. Mal speichern und neu starten. ich komme so angeflogen, weißt du, alles cool bei meiner Figur und dann gucke ich so runter und sehe so einen Grafikfehler da stehen. Und denke mir, hä? Moment. Mann, ich muss mal kurz, eventuell muss ich das auch machen, das kriegst du vor Ort. Aber das hängt davon ab, wie viele Tränke ich noch habe. Okay, ich habe noch 2 Top-Tränke. Allein das reicht schon. Ein Hypertrank noch. Ah, okay, easy. Easy. Am Pokécenter war ich gerade. Also auf nach Neuburgia. Ich hoffe nicht, dass jetzt in Neuburgia zack Kampf, weil man das Toboga ist gerade vorne. Hallo? Übertrank. Aber man kommt hier ja gar nicht an den PC in dieser Drecksstadt, ne? Korrekt. Ja, Moment, ich muss mal kurz nach Rosalia fliegen. Und dann rüberlaufen. Dann rüberlaufen. Ah, der Struggle. Ich möchte übrigens, ich kaufe mal. Ist aber okay, Chris braucht so drei länger. Fluchtseile. Oh, snap, meinst du? Fluchtseile kann man immer gebrauchen. Siegesstraße. Oh, okay. Kaufe ich auch Schutz? Besser als das, ne? Aber ja, Superschutz. Superschutz. Oder Topschutz, je nachdem. Nee, Superschutz ist kosteneffizienter. Okay. Der Superschutz sind 500 Ocken für 200 Schritte und Topschutz ist, ich glaube, 750 Ocken oder so, oder noch mehr. Für 250 Schritte. Ich mal 20 Stück. 10.000. Okay. Ja, und Topschutz? 700 für 250. Aber ist halt trotzdem nicht worth. Ne? 200 Ocken, die du da drauf bezahlst. Bam, bam, badadam. So. Einmal geshoppt. Du bist wahrscheinlich schon wieder im Dialog mit der Ollen, ne? Mit der Ollen. Ich weiß nicht mal, welche Olle du meinst, oder ist die da? Die da. Oder steht die da gar nicht mehr? Ich weiß es nicht. Bin noch so von Rosalia City gerade am rüberlaufen. Oh, ich stehe da gar nicht mehr. Sehr gut. Dann gehe ich einmal vor Lins Labor und warte auf dich. Und dann sagst du mir, wenn du da bist. Ja, ich muss mich gerade mit Level 3 Bidiza rumschlagen. Oh mein Gott, ich bitte dich. Ich bin 3 Schritte gegangen. Ah, Visor. Mhm. Schön. Wirklich starke Pokémon mag ich, wenn ich die sehe. Oh, wait, nicht. Fuck off. Die Musik auf der Route ist immer cool. So, ich bin da. Sehr gut. So, ich geh rein. Ne? Okay. Okay. Das gebe ich nicht an, das war ganz alleine. Verließ, dass ich mit Herz und Zähler gekämpft. Hier, das eigene Kraft zu viel erreicht. Der Pokémon-Linie macht sich also auf den Weg zum Indigo-Plateau, weißt du, wo das ist. Hier aus Route 27 bist du auf Route 26 gelangst. Du musst immer geradeaus Richtung. Oh, da können wir fangen. Ja. Oh, das ist korrekt. Habe ich noch Bälle?
Das ist die nächste Frage. 13 Überbälle, ja komm. Ich kann nur nicht schwächen. Hyperball los! Ja. Ich kann ja legit nicht schwächen. Wo bin ich hier gerade? Ich bin auch in Neuburg hier, glaube ich. Ich habe noch keine Dings gesehen. Schluckwech. Ja, gut, das ist unlucky, aber das ist immer noch in Neuburg hier. Haben wir in Neuburg hier schon gefangen? Ja, da haben wir den Starter bekommen. Ah ja, gut, stimmt. Jetzt bin ich auf Route 27. Das ist ein meilenweiter Unterschied. Oder? Es ist doch korrekt, dass ich nichts haben, was schwächen kann, oder? Sachenpuls, was machen wir? Whirlpool? Wenig Schaden. Kann man versuchen, das hält aber natürlich 2 bis 5 Runden an. Das kommt ganz drauf an, was die für ein Level sind. Ja, ist ja Level 23 war der Schluckweg, was gerade mir in Neuburg ja noch entgegengesprungen ist. Und ich meine, es ist das gleiche Wasser so. Der Walzer eskaliert halt zu schnell. Ja, Walzer würde ich auch nicht unbedingt empfehlen. Jetzt habe ich noch einen Ruckzuck-Hieb mit 117 Angriff. Das ist wahrscheinlich auch zu viel. Ja. Also ich warte. Okay, Wasser ist tief, oder? Dafür eigentlich krieg ich eine Nachricht, wenn ich auf der Route bin, ne? Ja, du kriegst unbedingt eine Nachricht. Also es ist auch auf dem Wasser hier, oder? Okay, ja. Jetzt bin ich auf Route 27. Und los! Und ich hab meinen Konto. Ich kann hier durchschwimmen ohne Encounter. Oh, das ist ein. Hattest du schon Mirapla oder ich war bin das in den Trainer reingelaufen. Oh mein Gott, dein Ernst? Ach nee, oder? Soll ich dir was sagen? Du hast eben den ersten Schritt in Richtung Kanto getan. Wirf mal einen Blick auf deine Karte. Nee, ist doch kein Trainer. Alles cool. Kanto. Okay, da geht's jetzt langsam dann nach Kanto. Verstehe. Hattest du schon mal Mirapla oder nicht? Ja. Ja? Ja, dann wirklich das. Fuck off. Okay, weil, also das ist Route 27 gewesen, ne? Ja. Weil die ist nämlich noch, ein bisschen länger, so. Ja. Die Route. Kann gut sein, aber ich habe jetzt schon das zweite Mirapla, also werde ich hier mal angeln. Weil, ich kann Lust auf Mirapla. Weil dann gucke ich vielleicht, ob es hier noch Gras gibt. Ja, ich komme nicht zum Gras, ich hatte in so kurzem Abschnitt 2... Miraplas, das ist... Okay, Okay, hier muss man auf jeden Fall in die Toyo-Fälle rein. Es ist... ein... Kusilla. Okay, ich hab's. Es hat noch gefehlt! In der Sammlung. Eins von wenigen. Magby fehlt auch noch. Ja, stimmt. Vermisst aber auch keiner. Doch, du hattest ganz am Anfang, Magby. Kevin. Das war ein Pantimimi. Ach stimmt, aber das war ein Pantimimi. Ah, so viele Baby-Pokémon. Das ist einfach too much, so. Soll ich dann jetzt auch in dem Wasser da fangen? Weißt du, wie unglaublich egal das ist. Weil sonst fange ich halt eventuell erst in der nächsten Folge. Ja, weiß ich nicht. Weil, das ist Route 27, ne? Immer noch, ja. Ja, weil da sind nämlich die Toyo-Fälle zwischen, wo wir noch durch müssen. Und danach ist noch hier die Runde Route 27 noch weiter. Wobei das, glaube ich, auch nur Wasser ist, aber... not sure. Ich kann den Meisterwald rausschmeißen. Oder ich lasse es einfach. Man kann hier aber nicht erkennen, ob es da oben noch Gras gibt oder nicht. Ich habe einen Kusilla gefangen. Na nice. Also, wie gesagt, was sagt denn die Folgenzeit? Die Folgenzeit seit 14 Minuten. Soll ich noch ein Pokémon fangen? Ja, komm. Kusilla ist übrigens Eis als erstes. Aber... ein weibliches Kusilla. Falls du dir schon mal Gedanken über einen. Okay, jetzt habe ich. Ich folge auch instant nach 2 Feldern einen Encounter. Blutzug kann ich dodgen, ne? Ja, ich habe einen Omod. Du hast einen Omod, ja. God bless. Und du hast da auch 2-mal dasselbe gekriegt. Ja. Eigentlich auch. Profi-Angeln ist immer noch das Beste, was wir haben, naja. Ja, yep, leider schon. Profi-Angel einsetzen! Ein Pokémon geangelt.
Videospiel. Ich will kein Baumbill. No, not again. Ah, du hast noch einen frei, ne? Oder? Ja. Kannst auch die normale Angel nehmen. Ah, ich kann erstmal sichern und die Dinge zu erstellen. Oh mein Gott, schon wieder. Muss gleich mal den Emulator neu starten. Das ist echt behindert. Das ist gar nicht so lange her, dass ich den neu gestartet habe. Na, ja, manchmal dann Spackung. Ich hab, also bei mir hatte ich nie das Gefühl, dass es damit zusammenhängt. Hm, ich schon. Also bei mir zumindest. Ist der Emulator lange an, fängt der an rumzuspacken. So. Dat. Oh, das war falsch. Ich will jetzt nochmal die Angel auswerfen und hoffen, dass da diesmal was anderes kommt als ein Wampel. Die Angel einsetzen. Da beißt nichts an. Okay. Die Spannung ist hoch. Alter, das kann ja nicht sein. Das Problem ist halt, dass du überall fucking Carpados fangen kannst. Außer du hast eine super Angel. Superangeln ist mehr oder weniger gut gegangen. Ah, du hast dein Pokémon geangelt. Und. Oh! Wumpel! Woo! Ach ja. Schön. Ja. Wenigstens noch. Ein Ball, der sich besonders gut eignet, um Wasser- und Käfer-Pokémon zu fangen. Wann sollte dieser Ball jemals besser sein als jetzt, wenn ich ein Käfer-Pokémon auf dem Wasser fangen will? Stimmt, Alter. Das ist gleich die doppelte Effektivität. Crazy. Ich glaube nicht. Crazy, habe ich gesagt. Ja, Catch. Easy. Fuck off, Wampel. Ich hätte nach Gras suchen sollen. Es ist einfach Blutzock in dem einen Feld und Wampel beim Angeln. Männliches Wampel. Ja, nice. Wampel. Männliches Wampel. Ja, nenn das einfach mal nee. Mit 2e, bitte. Und Costilla hat immer noch keinen Namen. Übrigens. Ist es männlich oder weiblich? Oder geht nur weiblich? Weiblich. Ich glaube, es geht nur weiblich. Aber es ist weiblich. Mm. Männliches Costilla wäre aber der dicke Crossdresser, oder? Ja. Holy shit. Gott, männliches Rosalia. Oh. Irgendwie möchte ich jetzt da jetzt einen männlichen Namen drauf machen. den Crossdresser zu confirmen, so. Irgendein Name wäre schon immer ganz gut. Hatte ich Herbert schon? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall Herbert. Das ist Herbert. Ja. Was? Falschen Körper gefangen, oder wie? Oder vielleicht im richtigen Moment. Ja, also Herbert fühlt sich auch extrem bestrengt durch die sehr zweidimensionale Geschlechterunterscheidung in Pokémon. Okay, wir werden Herbert wahrscheinlich nie wiedersehen. Nee. Also zumindest nicht in dieser Folge und auch nicht in der nächsten und hoffentlich gar nicht. Oh. Nee, ist auch direkt in den Friedhof gegangen. Zack. Weg. Nee. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.